So, willkommen zur nächsten Folge. Wir sind hier gerade in den Palast von Krempen eingedrungen. Und eigentlich wollen wir uns mit unseren zwei aufgetrennten Gruppen um die blöde Usurpatorkönigin Euraxia kümmern. Unsere Gruppe besteht aus Hauptmann Nalado, beziehungsweise Hauptfrau, uns selbst und na, ist jetzt gerade weg, und Samarak eigentlich noch. Und die andere Gruppe besteht aus der neuen Königin Kamira und Abnotan, dem Kampfmagier und ehemaligen Berater des Kaisers. Und wir sind hier durch die Krypta ganz gut reingekommen gerade. Nur haben wir in der Krypta gemerkt, da wurde die ehemalige Familie hier, die königliche Familie, die wurde anscheinend aus der Krypta geholt, also die Leichname. Und anscheinend werden die für irgendwas benutzt. Und ich glaube, es wird ein böses Erwachen geben. Ich glaube, dass wir die Usurpatorkönigin jetzt hier nicht kriegen, habe ich das Gefühl. Wir werden unser Bestes tun. Wir werden auch schon mal eine Schriftrolle nehmen. Und 4 Minuten lang noch höhere Ausdauer, okay. Und naja, ich glaube nicht, dass das ganz gut klappt, aber wir werden sehen. Kapelle der Weisenden Monde. Die Hauptquest heißt Zwei Königinnen, okay. Es ist der Nekromant, Sumok Fung. Sie haben uns eingesperrt. Königin Euraxia wird erfreut sein, Gäste zu haben. Oh, seht, noch mehr Katzen. Wie gern ich die garstigen Biester heute und brate. Wenn ihr uns entschuldigen würdet, wir müssen uns noch jemandem aus eurer Gruppe widmen. Ich bin uneins. Ich würde gern sehen, wie eure Kadaver die Schlammkrabben zerreißen. Aber ich will mich auch um ein schlechtes Duplikat kümmern. Was soll ich nur tun? Ach, der Kopf, ja. Ach, verdammt. Das war so klar. Überlasst dich nur Samarak. Dieser sorgt für einen Aufgang. Mehr Untote! Mumienschütze. Ah! Nimm meine Scherben! Nimm meine Käfer! Nimm meine Käfer! Ach, scheiße. Hab ich die doppelt beschworen quasi. Ha! Nimm dies! So. Geht! Samarak hält auf den Rücken frei. Good job, Samarak. Was auch immer du da gemacht hast. Vielleicht mit Magie. Blaupause, agonischer Pfahl, ungearbeitet. Ja, so Einrichtungszeug, ne? Okay. Immerhin wissen wir jetzt, wie wir das herstellen. Auch wenn ich das wahrscheinlich nie machen werde. Aber wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns noch aus der letzten Urne die Dietriche. Ah! Und hier geht es jetzt weiter hoch. Geht nach links, während diese nach rechts geht. Wir treffen uns in den königlichen Gemächern. Noch mehr Aufteilung. Das hat noch nie gut funktioniert. Aber ich gehe trotzdem einmal hier lang. Außerdem will ich mal wissen... Guck mal, hier ist alles jetzt verriegelt. Also wir kommen da nicht rein. Wir können ihr auch gar nicht hinterher. Ist natürlich ein bisschen gemacht, ne? Okay. Hilfe, sie werden mich zerstören! Zerstören? Nein. Wir beheben nur einen Fehler der Natur. Wir werden den Animus eures Duplikats übertragen, Kopf. Doch unsere Zeit mit Königin Euraxia geht zu Ende. Kommt! Versucht! Diesen Glastand zu zerschlagen. Bitte nicht so. Oh.
Der Arme. Befreien wir dich mal. Das war nicht schön. Geht ihr weiter. Ich komme gleich nach. Stimmt. Catwool war auch noch dabei. Süßes Mondzuckerrohr. Was, ein Arbeitslied? Der Khajiit, okay. Kenne ich, glaube ich, noch nicht. Lese ich mir später mal durch. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber wir hatten gerade noch ein Rüstungsteil bekommen. Rohlederwams. Ah! Das ist 4 Stufen besser. Und bringt auf jeden Fall einiges. Können wir das noch irgendwie verzaubern? Nee, leider nicht. Wie sieht das denn aus? Das will ich mal sehen. Ja, normal halt, ne? Also ich finde halt immer, Leder sieht irgendwie immer am, ja, wenigsten prunkvoll aus, sag ich mal so. Aber als Abwechslung laufe ich jetzt mal mit dem, na, wie hieß es, Rohlederwams mit dem normalen rum. Es ist dann so, also ich habe das zumindest bei höherstufigen Charakteren gemerkt, man bekommt dann durchaus immer mal ein bisschen schönere Sachen. Also die werden immer epischer gefühlt, wenn man jetzt höher aufsteigt und dann weitere Ausrüstung findet. Hochelfischer Beistelltisch. Meinetwegen. Auf der Spur der vergessenen Mähne. Das habe ich letztens schon gefunden und habe das, glaube ich, sogar gestern Abend gelesen. Lamant. Was sind das eigentlich für Bilder? Och, die sind eigentlich ganz gut dargestellt hier. Früher war das ja immer so ein bisschen pixelig, ne? Okay. Jetzt geht's langsam ums Ganze. Dort, macht schnell. Euraxia ist mit Mulamnir im Innenhof des Palasts. Seid vorsichtig. Wir müssen erst wissen, was Euraxia und der Drache planen, bevor wir angreifen. Vorher lesen wir nochmal eine Abhandlung über Käsesorten Tamriels. Das kenne ich tatsächlich aber schon. Was euer ist, ist mein. Diebstahl unter Freunden. Das ist mir, glaube ich, neu. Was gibt's hier noch so? Ein Beistelltisch, ein Dietrich. Sehr schön. Schönes Bett. Wir nehmen hier alles, was du hast, aber du hast anscheinend keine Kleidung in deinem königlichen Schrank. Aber Dietriche. Senchirat, nicht einfach nur Reittiere. Das Buch kenne ich auch schon. Innenhof des Palasts. Das gesuchte Mondtor liegt im Südwesten. Sumok Fom hat den Schlüssel. Was meine Bitte angeht. Die Nekromanten haben zugestimmt, Karl Gronti zu dienen. Ihr seid nicht mehr interessant für uns, Euraxia. Wie bitte? Wir hatten eine Abmachung. Was ist das denn nun? Ein unfähiger Halbbruder und... Ach, die vermisste Prinzessin. Wow. Hier. Eure Eltern haben euch so vermisst, Prinzessin. Mumien! Vater, Mutter, nein! Nein! Ich mach euch nie ab, nur. Nun tut mir den Gefallen und sterbt einfach! Ach du Scheiße. Ich schalte den Schild aus, ihr übernehmt die Untoten. Ach du Scheiße.
Da verstehe ich, dass sie da nichts machen kann. Nein! Weg! Es tut mir sehr, sehr leid, aber... Oh! Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Der Schild ist weg! Ich werde euch alle verletzen! Ah. Also. Nimm meine Scherben. Ah. Ich seh nix mehr. Ah. Dies. Geht eigentlich, ne? Ah, aua. Oh. Warum nicht einfach hier mal ein... Oh. Und sie hat wieder alle Leben. Ach Leute, das sah gerade so gut aus. Ich glaube, wenn wir angreifen, sind wir sofort wieder... Ich gucke mal, ob ich Reparaturmaterial mal einmal benutze. Nicht großes. Na gut. Ich finde das ganz lustig, wie man einfach hier so am Rand steht, ne, ist alles egal. Ach, Leute. Der Bär ist weg. Dann nochmal. Es muss für solche Bosse ganz schön frustrierend sein. Ganz schön frustrierend sein. Wenn... Ah! Wenn irgendwelche Gegner einfach unendlich oft wiederkommen. Aber magischer Regeneration, ich kann es auch aus dem Fernkampf heraus tun. So, ich heile mich einmal. Ah, mein Bär! Hey! Hey! Ha! Wir können Naladu später vertrauen. Ich muss an den Thron denken. Was hat sie? Rohlederschulter in der Ausdauer. Oh. Ich muss einmal schauen. Mein Gott. Oh. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie krasse Sachen, aber oh, die sind sogar auch noch verzaubert. Also die sind natürlich viel besser. Wie sieht es jetzt gerade aus? So. Ja gut, jetzt sind die einfach noch ein bisschen dunkler. Toll. Okay. Mal schauen, nehme ich das ab? Ja. Ach komm. Ich finde den Helm eigentlich ganz cool. Dieses Khajiitische. Aber dann kommt unsere Brauenplatte und die Tätowierung und so weiter. Die Farben besser zur Geltung. Gut. Als all das hier begann, wusste ich, dass Oraxia damit nicht davonkommen darf. Doch Kamiras ermordete Eltern gegen uns ins Feld zu führen. Der Tod war noch ein zu leichtes Ende für meine Halbschwester.
Es bereitet mir allerdings Sorgen, dass die Drachen weiterhin mit den Nekromanten arbeiten. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte es eigentlich eher nicht erwartet, dass wir hier Euraxia jetzt besiegen. Ich hätte gedacht, dass da irgendwas anderes noch vorher kommt. Aber gut, an so einem Punkt muss man schon irgendwen wie vielleicht Sumok Fom oder so dann besiegen, okay. Aber gut, dann war es eben Euraxia. Immerhin, es war jetzt nicht komplett vorhersehbar. Ich habe zumindest gedacht, dass es anders ist. Und gut, dass jetzt die Drachen nochmal an der Stelle sich von ihr lossagen, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Und ich hätte auch nicht so gedacht, dass sie ja die Familie noch als Nekromanten Untote erheben und kämpfen lassen. Das hat natürlich sehr gut gepasst, aber das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Gut, ihr bereut es nicht, eure Schwester getötet zu haben. Halbschwester, und wirke ich auf euch wie einer von der sentimentalen Sorte? Euraxia mag tot sein, aber Mulamir hatte seinen Anführer Karl Grontit erwähnt. Er sagte, dass die Nekromanten ihnen helfen würden. Und Euraxia sagte etwas über ein Mondtor im Südwesten. Vielleicht können Kamira oder Garishri uns etwas über dieses Mondtor sagen. Vielleicht. Die nächste Königin von Anekina meinte, sie hätte keine Zeit, um die Toten zu trauern. Aber ich sorge mich, dass die Geschehnisse ihr Urteilsvermögen trüben könnten. Gehen wir in den Thronsaal und versuchen wir herauszufinden, warum die Drachen Nekromanten und ein Mondtor brauchen. Vielleicht wollen die ja irgendwie so einen ganz alten Drachen wiederbeleben oder so. Was ist das hier? Hier standen die Untoten, glaube ich, drin, ne? Ich glaube, sonst gibt es hier im Hof aber auch nicht groß was zu kriegen, looten oder so. Aber ich renne hier zumindest noch einmal kurz rum. Da hinten sollen wir ja eh rein. Okay, da kann man auch nicht raus, ne? Auch wenn da keine Kette vor ist. Nee. Gut. Schauen wir mal. Gefallenen. Ich fürchte, wir haben uns jetzt um Dringlicheres zu sorgen. Kaninchenpilaf mit Hirse. Der Fürst ist da, Samarak. Sehr schön. Möge die Finsternis Euraxia holen. Sie hat uns meine eigenen Eltern entgegengesandt und die tapfere wie ehrbare Narado getötet. Doch wir haben keine Zeit zum Trauern. Wir müssen herausfinden, was die Drachen am uralten Mondtor wollen. Also, dass Narado auf dem Weg als loyale Kämpferin hier das nicht überlebt, das habe ich mir schon gedacht. Kamira, das waren eure Eltern und Hauptmann Narado starb, um euch zu verteidigen. Seid ihr sicher, dass... Macht euch nicht an mir vorzuschreiben, was ich zu empfinden habe. Ich bin nun Königin und ich habe weder den Luxus noch die Zeit, um zu trauern. Fünf Kralle, das waren nicht meine Eltern. Das waren belebte Hüllen, mehr nicht. Und ich werde mich an Narados Opfer erinnern, nachdem... Wonach? Nachdem wir Elsweier vor den Drachen gerettet haben. Ihr steht mir doch weiter bei, Fünf Kralle, oder? Ihr und auch Abnurtarn? Wir haben eine Bedrohung beendet, aber es gibt noch zwei weitere. Ich werde ohne euch weitermachen.
aber ich hätte euch lieber an meiner Seite bei all dem, was noch kommt. Ich stehe euch bei. Natürlich. Wie halten wir die Drachen auf? Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Selbst eine Königin muss sich gelegentlich mit solch gelehrten Geistern wie Garrish Rhee und Abnur-Tarn beraten. Nehmt dies als Anerkennung eurer Bemühungen in unserer Sache, Fünfkralle. Sprecht dann mit Garrish Rhee. Ich muss nachdenken. Okay, dann haben wir wieder einen Teil der Hauptquest hier erfüllt. Einen Fertigkeitspunkt kriegen wir sogar, sehr schön. Usurpatorenschlechter. Naja, ist leider eine Zweihandwaffe, würde aber zum Gewand des Starlock Brer natürlich passen. Aber gut, lohnt sich eigentlich noch nicht mal, um das einem anderen Charakter zu geben, weil die eben auch schon höherstufiger eigentlich sind. Eine Belohnung für eure Hilfe dabei, Euraxia, die Usurpator-Königin von Krempen, zu Fall zu bringen. So, und das andere? Die Halle des Mond-Champions. Was? Ein Haus? Krass. Die Khajiit von Elsewhere erbauten diesen fantastischen Tempel als Tribut an den legendären Helden Kunsar Rhee. Elsewheres größte Champions können die Hausherrschaft über die Halle erhalten, aber nur die geduldigsten und gerissensten werden jemals all ihre Geheimnisse ergründen. Eine Belohnung für den Abschluss der Quest: 2 Königinnen in Elsewhere. Cool, da müssen wir dann mal hinreisen, da kann ich euch dann auch bei der Gelegenheit mal kurz zeigen, wie das dann so ist, wenn man in so ein, ja, Einrichtungsfeld, in so ein Haus kommt. Und was haben wir noch? Erinnerung an den Mond-Champion. Einrichtung. Platziert dies auf dem Ione-Lichtaltar in der Halle des Mond-Champions und den Mondreflektor, um den Mondreflektor erwachen zu lassen. Okay. Wahrscheinlich sieht es einfach nur dann cool aus. Eine Belohnung für den Abschluss der Quest: 2 Königinnen Elsewhere. Okay. Dieser Thron. So lange hat eine Tyrannin darauf gesessen. Aber jetzt. Mähne muss euch als rechtmäßige Erbin von Anakina anerkennen. Doch das Volk ruft schon euren Namen. Endlich! Dieser Palast ist ein Irrgarten. Habe ich etwas verpasst? Jetzt kriegen wir natürlich diese ganzen Aufstiegsdinger. Ich weiß gar nicht genau, warum wir die jetzt kriegen. Ich meine, Revolutionen in Krempen. Wir haben ja jetzt eigentlich nur so normale Sachen gemacht, ne? Okay, aber wir haben hier irgendwie einige Sachen gekriegt. Okay, die Sammlung gucke ich mal später an. Ungelesene Nachricht. Halle des Mond-Champions. Von Sibisar, Mondbischof von Krempen. 5 krallige Kriegerinnen. In Anerkennung eures Heldenmuts im Dienste des nördlichen Elsewhere und unserer rechtmäßigen Königin Kamira gewährt euch Mondbischof Sabisar hiermit die Hausherrschaft über die Halle des Mondchampions. Unsere Ahnen widmeten diesen Tempel dem legendären Helden Kunsar Rhee, allerdings haben die reißerischen Krallen der Zeit am Äußeren seiner einstigen Pracht gekratzt und dennoch blieben einige Relikte erhalten. In uralten Zeiten ermöglichten es 4 verzauberte Steintafeln Abenteurern, in die Pfotenabdrücke von Kunsar Rhee zu treten. 3 gingen in den Wirren der Zeit verloren, aber eine verblieb. Platziert diese Tafel auf dem Ione-Lichtaltar und macht den ersten Schritt, der Halle ihren ursprünglichen Glanz zurückzugeben. Mögen die Monde euch segnen, Sabisa. Okay. Ja, man kann ja einige Nachrichten hier haben, ne? Also, die Nachricht lasse ich jetzt erstmal. Gut. Ja, cool. Einiges an Zeug bekommen. Und da ist auch schon der nächste Strang der Hauptquest, denke ich mal. Erstmal schauen wir, was es so auf Stufe 11 gibt. Ach Leute, guckt mal, was wir gekriegt haben. Schon wieder 25 von diesen Tränken. Ich glaube, wir haben schon 220 oder so jetzt. Meine Güte. Aber ich merke echt immer wieder, die Magie geht wirklich schnell alle. Also holen wir uns noch mehr Magiker. So, und dann haben wir gleich 2 Punkte hier.
Also wir haben ja den Bären. Wir könnten jetzt aber auch den Graupelsturm holen. Sturm um uns herum. Ich finde eigentlich den Tierbegleiter so ein bisschen cooler. Der lenkt dann irgendwelche einzelnen Gegner dann eher mal ab. Können wir noch irgendwo eine ultimative Fertigkeit? Oder eine Volksfertigkeit? Nee. Stimmt, Diebesgilde hatten wir ja gekriegt, ne? Was hatten wir da eigentlich? Diebesgüter sind kleine Kästchen, die man überall in Tamriel finden kann. Sie können ausschließlich von Mitgliedern der Diebesgilde geöffnet werden, genau. Ja, darum müssen wir uns später auch noch kümmern. Wird auf jeden Fall zu unserem Charakter passen. Und natürlich auch zu Khajiit irgendwie. Was gibt's hier noch? Kritische Waffentreffer erhöhen. Ausdauerregeneration erhöhen. Das klingt nicht schlecht. Und Ausdauerfähigkeitskosten reduzieren. Leisetreter. Schleichen wird billiger. Oh, den Entdeckungsradius. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt noch mehr Schnitte hier holen. Aber wir könnten uns die Nebenhand hier verbessern. Puh. Was gibt's hier noch? Ja, gut. Ein bisschen ultimative Fertigkeit kriegen, dadurch, dass wir das andere Zeug wirken. Das hier wollte ich ja eh alles nicht so richtig machen. Gletscherpräsenz. Ach, das, okay. Fehlende Scherben, wie können wir das verändern? Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, in einem gewählten Bereich. Statt um mich herum. Das ist ja noch cooler eigentlich. Darauf habe ich mal Bock. Das wähle ich mal. Das will ich mal testen. Dann muss ich da nicht immer hinrennen. Und dann nehme ich, glaube ich, noch so eine Rüstungssache. Ja, ach komm, nehmen wir doch einfach mal kritische Waffentreffer. Ja, wir haben genau 120 von diesen Tränken. Okay. Ich kann ja mal einen Kronenstärkungsmal nehmen. So ein bisschen weiterspielen werde ich jetzt ja hier schon. Tja, Zweihandwaffe werde ich jetzt nicht nehmen. Wir haben auch noch einige Inventarplätze frei. Tja. Diese Sachen hier. Ja gut, das gucke ich mir dann mal an, wenn ich ein bisschen später freieren Platz habe. Als kleines Kätzchen spielte ich in diesem Raum. Ich tat so, als ob Jone und Jode dort drüben unter den Statuen mit mir sprachen. Nach Euraxias Streich träumte ich von jenem Augenblick, an dem ich den leeren Thron meines Vaters zurückerlange. Warum zögert ihr also? Weil... Verdammt, Fünfkralle! Ich brauche einen Augenblick, um nachzudenken, um all das Geschehene zu verarbeiten. Außerdem braucht es mehr, als auf einem Thron zu sitzen, um Königin zu sein. Ich muss meine nächsten Schritte genau bedenken. Seid ihr sicher, dass ihr dem gewachsen seid? Meint ihr, dass ich mir genau diese Frage nicht schon selbst gestellt habe? Bei Jone und Jode. Wer muss denn meine Eltern noch einmal töten? Und Hauptmann Nalado. Sie starb, damit ich leben konnte. Wenn ich nur halb so tapfer sein kann wie sie. Ihr Monde.
Was für eine Königin denkt denn sowas? Tja. Eine gute Königin, Kamira. Ihr werdet das schon schaffen. Nett von euch, das zu sagen, Fünfkralle. Ich hoffe, mein Volk empfindet das auch so. Wie dem auch sei. Mein Volk braucht eine Königin. Und hier bin ich. Bereit oder nicht, ich bin die Einzige, die den Thron übernehmen könnte. Jetzt lasst mich auf das vorbereiten, was noch kommt. Okay. Mal schauen, was der Verrückte sagt. Sumokwom hat meine ursprünglichen Körperteile gesammelt. Er versuchte, meine Essenz zu stehlen und sie wieder in meinen alten Kopf zu stecken. Ich glaube, er versucht, mich wieder zusammenzusetzen. Also nicht mich, das andere Ich, den Verräter. Könnt ihr mir irgendetwas über den Verräter erzählen? Muss ich? Oh, nun gut. Meine Erinnerungen sind eher verschwommen, doch es scheint, als ob ich zu Lebzeiten ein eher abscheulicher Kerl gewesen bin. Ich war ein Ritter, ein Champion. Meist habe ich den Leuten geholfen, doch meist half ich damit auch mir selbst. Um ganz ehrlich zu sein, ich war so ein richtiger Bastard. Durch und durch. Aber warum hat man euch den Verräter genannt? Ich hatte einen Freund, glaube ich. Einen anderen Helden jenes Zeitalters. Einen von diesem liebreizenden Katzenvolk. Er hörte auf den Namen Kunsari. Ich half ihm, irgendetwas zu tun. Dann, als er am wenigsten damit rechnete, rammte ich ihm einen Dolch in den Rücken. Und das ist nicht bildlich gesprochen. Warum solltet ihr so etwas tun? Das ist ein weiterer dieser blinden Flecken in meinem Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung, warum diese abscheuliche Person, die ich gewesen war, eine derart heimtückische Tat begehen sollte. Wisst ihr, sobald wir meinen Kopf gefunden haben, müssen wir ihn danach fragen. Unmittelbar bevor wir ihn in ein tobendes Feuer werfen. Ja, okay. Da haben wir einen kleinen Puzzlestein dazu bekommen. Kunsari war anscheinend, über den man hier auch Sachen lesen konnte in Büchern, der war anscheinend früher mal sein Freund, ein Khajiit und... Auf ein Wort, fünf Kralle. Das war dann alles nicht so schön gelaufen, ne, aus irgendeinem Grund. Aber es finde ich ganz nett, dass wir so seine Hintergrundgeschichte immer weiter zusammenpuzzeln. So, ich gehe erstmal... Ach so, da ist noch ein Spieler, okay. Ich gehe erstmal zu Samarak noch. Königin Kamira musste gerade eine schwierige Prüfung überstehen. Aber sie wird dadurch nur stärker werden. Vielen Dank, dass ihr hinter ihr steht, Fünfkralle. Was ist mit euch, Samarak? Was werdet ihr jetzt tun? Nun wird Samarak Kamira die Wahrheit erzählen. Wie dieser als Königskralle diente und während Euraxias Staatsstreich für ihre Sicherheit sorgte. Wenn sie es zulässt, wird er in ihrem Hof die gleiche Rolle übernehmen. Ah. Falls nicht, wird dieser sie trotzdem bewachen. Eben nur aus einiger Entfernung. Ein ehrenwerter Khajiit. Gut, ich weiß jetzt nicht, also wenn wir hier die Quest anfangen, ob wir dann irgendwo auf einmal... Es kann ja manchmal sein, dass man auf einmal irgendwo anfängt. Deswegen schaue ich vorher nochmal hier in die Sachen rein. Haben wir ja eigentlich schon mal geguckt. Oh, Vorlage. Achso, dunkelelfischer Läufer eingefasst. Schneiderei-Anfängerin. Ja gut, kann man vielleicht verkaufen. Leider nur eine Schmuckglyphe. Ich bräuchte mal eine Rüstungsglyphe. Goldbraunport.
Tja, ne? Die sind dann eher schlechter. Kann man aber auch nochmal verwerten, verkaufen oder so. Bretonenstilmaterial. Immer dieser Schwanz, der einem hier hinterher weht. Ist irgendwie lustig. So, ich glaube, das war's dann aber auch. Okay, dann gehen wir jetzt endlich mal zu dem Fürsten Garashri. Kamiras Eltern wären stolz darauf, wie sie in diesen dunklen Zeiten hervorgetreten ist. Mhm. Ihr Monde, ich bin stolz auf sie. Während Kamira ihre Gedanken sammelt, hat der Rest von uns zu arbeiten. Sagt mir, was ist im Palast geschehen? Ich mag, dass das der auch so eine ähnliche Gesichts... Markierung hat wie ich. Wir haben Euraxia getötet, aber Nanado ist gestorben und die Drachen und die Nekromanten arbeiten noch immer zusammen. Ihr bringt sowohl willkommene als auch düstere Kunde. Doch ich fürchte, wir können erst später den Sieg feiern oder um den guten Hauptmann trauern. Wir müssen herausfinden, warum die Drachen bereit sind, sich mit Wirkern schwarzer Magie einzulassen. Aha. Warum die nicht einfach Hauptfrau sagen? Das ist doch jetzt, gerade an dem Punkt, ist das doch sehr einfach eigentlich. Naja. Ich habe gehört, wie ein Montor im Südwesten erwähnt wurde. Kalgrontit schien an jenem Ort interessiert zu sein. Okay. Könnten Sie am Montor von Anekina interessiert sein? Es liegt in dieser Richtung. Ich frage mich, ob das etwas mit Euraxias letztem Befehl zu tun hat. Eine gefangene Soldatin hat ihn erwähnt, aber sie wollte nicht mehr dazu sagen. Vielleicht kann uns Tarn helfen, mehr herauszufinden. Ich werde Abnutan helfen, die Bedeutung von Euraxias letztem Befehl zu ermitteln. In diesem Augenblick sucht Abnur Tarn im königlichen Studierzimmer nach Dokumenten, die uns etwas über diesen letzten Befehl verraten. Trotz seines angeblichen Desinteresses war Euraxia seine Halbschwester. Ihr Tod wird eine Wirkung auf ihn haben. Ich schlage vor, ihr wählt eure Schritte mit Bedacht. Ihr macht euch Sorgen um Abnur Tarn? Sorgen? Nein. Das würde ja heißen, dass ich irgendetwas für den Mann empfinde. Ich würde nur sagen, dass ich mir mehr Gedanken um seine gleichgültige Haltung gegenüber dem Tod seiner Schwester mache. Sie könnte seine wahren Gefühle verbergen. Ich vertraue darauf, dass er hier ist, um zu helfen. Aber er ist immer noch ein Tarn. Mhm. Wir werden das vielleicht später noch in der Hauptquest sehen. Ich kenne das ja selber noch nicht, aber ich bin mal gespannt. Wir sollen wieder mit ihm sprechen. Wo ist er denn? Achso. Oh no. Alles voller Bücherregale. Okay. Bevor ich hier rüber teleportiert werde oder so, man weiß ja nie, gucke ich mir das einmal kurz an. Über Zweiglinge, das kenne ich. Oh, so viel Bücherregal hatte ich ja noch nie. Chessar und die Göttlichen. Kenne ich, glaube ich, auch schon. Mondzucker, ein Bericht. Das kann sein, dass das neu ist. Die Rotzähne. Das kenne ich schon. Oh, ja, doch, kenne ich, glaube ich, schon. Oh Gott, ist das viel. Ein Drache, zwei Drachen. Das kenne ich schon. Hinweise zur Elfenarchitektur. Kenne ich, glaube ich, auch schon. Rieslav, der Rechtschaffene, Teil 1. Oh, das hat sogar die mittlere Rüstung erhöht. Kenne ich, glaube ich, aber auch schon. Ist eher selten, dass man das findet. Okay, dann einmal. Nee, Moment. Hier ist auch noch eins. Die Führungsgrundsätze von Septima Tarn. Das ist mir auch eher neu. Die schlaue Kalperva und die große Prahlerei, Band 3. Da habe ich auf jeden Fall schon Sachen von. Keine Ahnung, ob ich Band 3 schon habe. Wahrscheinlich schon. Chessar und die Göttlichen. Nochmal dasselbe wie vorhin. Tempel des Drachenkults.
Das ist mir eigentlich eher neu. Das Lied von Pelinal, Band 2. Kenne ich, meine ich, auch schon. Und nochmal das Gleiche. Schlafe, mein Fürstlein. Das dürfte mir neu sein. Die Beständigkeit der Daedra-Verehrung. Oh, klingt interessant. Ist mir auch eher neu. Die Schlaue, Kalperva und die große Prahlerei, Band 2. Keine Ahnung, ob ich das schon kenne. So, was gibt's hier noch? Bücherregal. Das Königsgeschlecht von Schildwacht. Kenne ich, glaube ich, schon. Aber mal ein vergibteres Buch. Das scheinen alles so besondere Bücher zu sein. Kunsari und der Dämon, Teil 1. Okay. Kunsari und der Dämon, Teil 2. Sind das Bücher für die Sammlung? Teil 3. Ich muss gleich mal in den Sammlungen gucken. Die Tränen von Anurame. Das ist mir jetzt auch eher neu. Da kommen wir nicht lang. Hier ist noch ein anderes Bücherregal. Zu den 16 Königreichen. Das kenne ich schon. Das Festlandlied. Das dürfte auch eher noch neuer sein. Ein Drache, zwei Drachen kennen wir. Nekromanten, ein Bericht für die Königin. Kennen wir das schon? Ich glaube nicht. Eure königliche Hoheit, das Bündnis zwischen uns hat sich für uns beide als nutzbringend erwiesen. Ihr bekommt eine unerbittliche Armee aus Untoten, während ich unendlichen Nachschub an Leichen erhalte, an denen ich mein Handwerk üben kann. Hätte doch nur ein anderer visionärer Herrscher früher daran gedacht, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Wie weit hätten es die dunklen Künste schon bringen können? Mit jeder Menge Leichen und euraxischen Söldnern unter unserem Befehl haben wir einige Kadaverschmieden errichtet, in denen ich die Untoten erwecken und lagern kann. Leider können nicht einmal Orte wie die Narbe und die Nekropole all den Leichen Platz bieten, die wir benötigen, um die gewaltige Armee zu erschaffen, die ihr euch vorstellt. Wir brauchen mehr Gefangene, die wir unseren Schmieden zuführen können. Meine Gefolgsleute erwarten mit Eifer die nächste Ladung und sind bereit, sie umgehend zu verarbeiten. Oh Gott. Außerdem kann ich mit Freude vermelden, dass die Suche nach den Körperteilen des Verräters geschwind vorangeht. Wir sollten sehr bald alle Komponenten zusammen haben, die wir brauchen, um den Verräter wieder zusammenzuflicken. Ich wiederhole, dass der Verräter der Schlüssel dafür ist, uns die weitere Unterstützung der Drachen zu sichern. Eines noch. Habt ihr schon den Befehl erteilt, das Problem zu beseitigen, das versteckt in der Wildnis gefunden wurde? Mulamnir und seine Brüder werden deutlich kooperativer sein. Das kann ich euch versichern, sobald sich euer Meucheltrupp um eine solch kleine, wenn auch nervtötende Bedrohung gekümmert hat. Sumak Fohm, Fürst der dunklen Künste. Aha. Klar, dass die da voranschreiten mit den Teilen des Verräters, das ist klar. Ich glaube, dass wir den auch dann irgendwie später noch besiegen müssen. Aber was das da in der Wildnis ist, dieses Problem, das sie beseitigen müssen, da bin ich ja mal gespannt. Süßes Mondzuckerrohr kennen wir schon. Gut. Dann haben wir hier auch alles. Dann reden wir mal mit ihm. Wenn man die Welt als Linien auf einer Karte betrachtet, erscheint sie klein und unbedeutend. Ich versuche, die Bedeutung dieser Dokumente zu entschlüsseln, aber bisher bleibt mir ihr Geheimnis verschlossen. Ich bin gekommen, um meine Hilfe anzubieten. Habt ihr etwas über Euraxias letzten Befehl herausgefunden? Ich habe einen Brief gefunden, aber er ist unvollständig. Sieht aus wie das Diktat eines Schreibers. Ich habe nach weiteren gesucht, aber keine großen Fortschritte in den königlichen Archiven gemacht. Mit eurer Hilfe wird die Suche vielleicht schneller gehen. Erzählt mir von dem diktierten Brief, den ihr gefunden habt. Er verweist auf einen Befehl, den Euraxia kurz vor unserem Angriff auf den Palast vorbereitete. Es wird ein Hauptmann S.
die Cygnus-Freischärler und ein Gefallen für die Drachen erwähnt. Aber es gibt keine Hinweise darauf, wer das ist und welcher Gefallen es sein könnte. Wegen eurer Halbschwester. Wir taten, was getan werden musste. Verschwendet keinen Gedanken mehr daran. Wenn ihr Euraxia kein Ende gemacht hättet, hätte ich es sicher getan. Seht euch jetzt um, ob ihr etwas finden könnt, was auf diesen unvollendeten Brief verweist. Ich bin mir sicher, dass es um Euraxias letzten Befehl geht. Ja, haben wir vielleicht schon gelesen, gerade eben. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Das Studierzimmer enthält Dokumente aus der Zeit, als die Khajiit noch Krempen regierten, sowie Papiere, die Euraxias Herrschaft abdecken. So viele Papiere. Sie war eine umtriebige Schreiberin, das gebe ich zu. Wenigstens hat sie die Akten vor ihrem Tod nicht vernichtet. Wonach sollte ich nochmal suchen? Alles, was mit diesem sogenannten letzten Befehl zu tun hat. Während wir uns umsehen, lasst uns einmal überprüfen, ob noch irgendwo die Drachen, die Nekromanten oder etwas anderes von Bedeutung erwähnt wird. Wer weiß? Wir könnten etwas entdecken, was unerwartet hilfreich ist. Oh, wir hatten hier vorne den Bericht gelesen, ne? Dabei haben wir diesen Brief des Hauptmanns noch nicht gelesen gehabt, nicht gesehen gehabt. Vielleicht ist er auch gerade erst aufgetaucht, keine Ahnung. Eure Majestät, mein ausgebildeter Trupp erfahrener Assassinen steht bereit, jeden Dienst zu erfüllen, den ihr von ihm verlangt. Da ich jedoch nur über wenige Assassinen verfüge, wäre es ratsam, uns Unterstützung in Form von Hilfstruppen zukommen zu lassen. Wenn ihr mir den Vorschlag gestattet, würde ich gern die Befugnis erhalten, Soldaten der Cygnus-Freischärler zu übernehmen. Ich muss ohnehin am Sandwirbelherrenhaus Halt machen, um Präfekt Carlos' Bericht über den letzten Drachengardisten entgegenzunehmen. Außerdem bin ich immer dabei, wenn es darum geht, diesem überheblichen Kaiserkuschler eins auszuwischen. Er ist der Meinung, dass meine Söldner weniger wert sind als meine Truppen. Und dafür hasse ich ihn. Hauptmann Saulinia. Nicht Saul, sondern mal Saulinia. Hauptmann Saulinia. Das muss Hauptmann S sein. Und die Cygnus-Freischärler sind kaiserliche Truppen unter dem Befehl von Präfekt Carlo aus dem Sandwirbelherrenhaus. Aha. Oh. Hier liegt jetzt echt viel Zeug rum. Wahrscheinlich, das da hinten haben wir dann schon. Okay, dann werden wir noch ein bisschen weiterlesen. Drachen, ein Bericht für die Königin. An ihre hochwohlgeborene Majestät, Königin Euraxia. Dieser Bericht fasst meine Erkenntnisse bezüglich der Drachen zusammen, die sich im ganzen nördlichen Elsweyr gezeigt haben. Der Drache, der sich Mulamnir nennt, gehorcht einer noch mächtigeren Kreatur, die als Kalgrontit bekannt ist. Er stellt uns Drachen zur Verfügung für unseren Kampf gegen die khajiitischen Rebellen. Diese gewaltigen Bestien trugen entscheidend zu vielen unserer Siege bei, genau wie ihr vorhergesagt habt. Wenn wir Mulamnir doch nur dazu bringen könnten, uns mehr als ein einzelnes dieser Wesen gleichzeitig zu geben, dann könnten wir die gesamte Region einnehmen. Leider scheinen die Drachen nicht fähig oder willens zu sein, zwischen unseren und den feindlichen Truppen zu unterscheiden. Aha, okay. Sie legen keinen Wert darauf, Verluste unter Verbündeten zu vermeiden. Offenbar genießen sie einfach die Zerstörung, unabhängig davon, gegen wen sie sich richtet. Ich fürchte, dass wir bestenfalls lückenhaft Kontrolle über diese Kreaturen haben. Hier meine Empfehlung. Befehlt Mulamnir, die Drachen anzuweisen, sich der Befehlskette zu unterwerfen. Waffen funktionieren am besten, wenn man die komplette Kontrolle darüber hat, was sie tun. Außerdem müssen wir einen Dienst für die Drachen verrichten, um unsere Allianz zu besiegeln. Ich schlage vor, dass wir einen Meuchlertrupp entsenden, der den letzten Drachengardisten ausschaltet, den wir irgendwo in der Wildnis von Elsweyr vermuten. Centurio Jagus, oberster Stratege der Königin. Okay. Drachen beherrschen? Was für eine Torheit. Aber was war das von wegen den letzten Drachengardisten töten? Okay, das mit dem Drachengardisten ist interessant. Euraxias privates Tagebuch. Okay. Lese ich auch ausnahmsweise mal. Ich bin weiterhin fasziniert von den Mythen und Legenden der Khajiit.
Schließlich waren es die Geschichten über Kunsari, die die Mondsänger erzählen, die mich zum Grollstein führten und mir ermöglichten, meinen Tölpel von Halbbruder dazu zu bringen, die Drachen aus den Kolosshallen freizulassen. Was mich wohl sonst noch so alles in den restlichen Erzählungen über Kunsari erwartet? Definitiv etwas Aufschlussreiches über den Verräter, dessen widerlicher Kopf meinem obersten Nekromanten folgt wie ein trauriges kleines Hündchen. Er kam aus diesen Legenden zu uns. Und eine Erklärung des Mondtores, obwohl ich zugeben muss, zumindest hier in meinen persönlichen Aufzeichnungen, dass ich die Metaphysik hinter diesem Ding nach wie vor nicht verstehe. In der Zwischenzeit sieht es so aus, als würden unsere Ermittlungen bezüglich eines letzten Überlebenden der Drachengarde hier in Elsweyr endlich Früchte tragen. Wir können diese potenzielle Bedrohung eliminieren und Karl Grundtiet den wahren Wert unserer Partnerschaft beweisen. Ich freue mich darauf, mich eingehender mit Präfekt Carlos Bericht zu befassen, wenn dieser Mistkerl ihn mir je schickt. Kharjitische Legenden und Gerüchte über einen letzten Drachengardisten. Spannend. Ich glaube, ihr habt alles gefunden, was ich zum Füllen der Lücken brauche. Reden wir. Gut. Und ich denke, was dann besprochen wird als nächstes und wie wir mit diesen ganzen Informationen umgehen, schauen wir uns mal in der nächsten Folge an.